Na, war das der Wahnsinn oder was? Willkommen zurück, Alter. Super geiler Japan-Clip gerade eben gewesen, oder? Super geil. Habe ich das hier überhaupt angemacht, die Scheiße? Ja. Sonst gibt es halt leider nicht so viel Material aus Japan, weil ich anderweitig beschäftigt war. Ich habe nämlich die beste D-Max-Serie, die nicht von D-Max ist, aller Zeiten gemacht. Oh, die ist so geil. Selbst der David Ryan, Alter. Selbst der David Ryan. Könnt ihr das lesen? Ist so geil. Muss man gesehen haben. 30 Tage lang obdachlos. Und ihr habt gedacht, hier passiert nichts. Da ist richtig, hier ist auch nichts passiert. Aber ich habe ja noch mehr Kanäle. Und ihr verpasst die, wenn ihr nicht Deutsch spricht. Das tut mir leid. Ich mach mal kurz ein bisschen was Spektakuläres. Damit die Aufmerksamkeit weiter gebunden ist. Mir ist jetzt alles scheißegal. Mir ist alles scheißegal. Sieht man wahrscheinlich. Geht da mal hin. Super geil. Sonst verpasst ihr, was hier Steifes passiert. Aber hier geht's natürlich auch weiter. Ich war in Japan. Ich habe sonst nicht so viel Prank-Videos gefilmt. Ich war mit der wundervollen Valin da. Ich habe gepartyt, habe ich. Es war der absolute Wahnsinn, aber da sind halt nicht viele Prank-Videos rumgekommen. Aber was ich gelernt habe, ist, wie Japaner sprechen. Ohayou gozaimasu. Einen wunderschönen guten Tag. Seid ihr von hier? Wisst ihr zufällig, wo der Theaterplatz ist? Da runter. Nein, nein. In diese Richtung. Da und dann rechts. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Tag. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Entschuldigen Sie. Können Sie mir etwas zu essen empfehlen? Oh, was Sie essen wollen? Sushi. Da müssen wir unten am Marktplatz gehen. Sushi Gatabetaides. Am Marktplatz unten ist sowas in der Richtung. Vielen Dank. 10:50. Einen wunderschönen guten Tag. Das hier ist die Herderkirche. Könnt ihr mir irgendwas darüber erzählen? Das ist der Kranach-Altar. Von Kranach gestaltet. Der Kranach-Altar? Mehr weiß ich auch nicht. Wir haben da drin letztes Jahr das Weihnachtsoratorium gespielt. Das weiß ich. Das Weihnachtsoratorium. Das ist so ein... Wie viel war's? 10:50. Ah, okay, danke schön. Ich war außerdem 7 Tage obdachlos in Sachsen. Ja, aber ich habe gar nicht geweint. Das ist cool gewesen, das kann man sich angucken. Ja. Nicht beeindruckt? 7 Tage habe ich überlebt. Ich hatte nur einmal Durchfall. Ist okay, wenn wir unser Gespräch weiter fortführen? Klar. Schönen Tag noch. Sorry, gibt es hier irgendwo einen Platz, wo sich StudentInnen treffen? Also ich muss dir sagen, bin AfD-Wähler und ich bin hab mit LBS. Und hier sind kenne ich Studenten, weil wir sind alles was? Hauptschüler. LBS? Ja, und Hauptschüler. Lernbehindertenschule. Es war auf jeden Fall kulturell sehr wertvoll. Also 7 Tage obdachlos in Sachsen, wenn euch 30 Tage obdachlos in Japan nicht reicht, habe ich das auch. Es ist der Wahnsinn, was auf dem anderen Kanal basiert. Aber hier geht es natürlich auch weiter. Boah, Leute, ich piss hier gerade. Die perfekte Illusion. Dieses Video ist so ein fucking Fiebertraum, Alter. Aber ist mir egal. Ist mir egal, Alter. I don't care anymore. Das ist wie, als wäre das meine echte Pisse. So geil, also. Das mache ich jetzt nur für Herodes. Oh, Digga, eine Simmel, Alter. Simmel, Simmel. Geil, oder, Alter? Geil, richtig geil. Oh, Mann, ja, Simmel. Such eine Simmel. Nee, es geht raus. Simmel. Mal auf Kurse? Kurse? No? Nee, Fasching. Ah, geil. Werk für Chor und Orchester und so. Werk für Chor! Alter, wie kann man so eine Engelsgeduld haben? Das ist der Wahnsinn. Ich war vor kurzem.
Erstmal vielen Dank für die Infos. Ja, cool. Also das war's dann wohl. Wie gesagt, kommt mehr, aber also mehr Struktur. Das werden wir beim nächsten Video sehen. Wird richtig toll, glaube ich. Wird super geil. Wenn das nächste Video ein bisschen was anderes mal wieder ist, guckt es euch einfach trotzdem an. Es ist super geil, lohnt sich immer. Und neue Pranks, kommt alles. Wird super geil, Alter, super geil. Wowie, oh ja, oh, 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 oh. Ich kann das endlos, den ganzen Tag kann ich das machen. Jetzt guck dir diesen geilen Hochstand an. Was du hier für einen Ausblick hast, Alter. Es ist so geil. Seht ihr das Leuchten in den Augen? Echt geil. Ohne Spaß, Alter. Das ist bis jetzt von der Location her die allergeilste. Die ist zwar nicht so super regengeschützt, aber der Ausblick über Shibuya, was geht?